Ein Freund von ihm hat mitgeteilt, dass er mit ihm zum Schwimmen in den linken Regnitzarm gegangen ist und dann der Freund plötzlich weggesackt ist. Natürlich wurde die Wasserrettung informiert, DLRG und Wasserwacht. Es hat dann eine mehrstündige Absuche des Flusslaufes stattgefunden, das aber bisher ohne Erfolg geblieben ist. Im Stadtgebiet Bamberg, das ist generell in jedem Fluss, im Kanal, in jedem See verboten ist zu schwimmen. Die einzige Ausnahme ist die sogenannte Hainbadestelle. Dort darf man schwimmen gehen, aber nicht im sonstigen Bereich. Das hat verschiedene Gründe. Hauptgrund ist natürlich die Sicherheit, weil es unabwägbar ist und für viele nicht zu erkennen, wo die Gefahrenpunkte und Gefahrenorte sind. Neben dem, dass es zu gefährlich ist, ist es einfach noch verboten. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Sollte dann noch dabei ein Schiff behindert werden, dann sind wir gleich im Bereich einer Straftat. Es ist dringend abzuraten, das trotz dieser Temperaturen zu machen. Es passiert einfach zu viel.